geht's zur IWA. So, da sind wir also auf der IWA 2019, gerade geparkt, ab geht's in die Messehalle. Ja, wie immer geht's durch die Halle 3 rein. Hier sind ja die Jagdlangwaffen, Gewehre. Nicht so interessant für uns. Ich steuere direkt mal die nächste Halle an. Und ja, der Sebastian von Palatilum Outdoor und der Enno von Enrico Busch, von Buschkraft Oberland müsste auch schon hier sein. Gucken wir mal, ob wir die gleich finden. So, jetzt sind wir in der ersten interessanten Halle direkt, Halle 4. Da ist schon Hulterforst, da gehen wir später nochmal hin, aber der Sebastian soll sich bei Savotta rumtreiben. Da hinten ist Savotta, da gehe ich doch auch mal vorbei. Ja, am Stand von Savotta gibt es ja keine Neuheiten dieses Jahr. Es ist wieder die alte Serie immer noch da. Bisschen in den Fokus gerückt sind die Klassiker dieses Jahr. So ein bisschen back to the roots. Und was gerade richtig cool ist, der Rucksack hier, das ist der tatsächlich aus dem Werbespot von Savotta. Den verlinke ich euch mal da oben, der hinter dem Auto hergezogen wird. Und ja, was soll ich sagen, alles was man sieht, sind hier so ein paar Kratzer. Diese Marke hier kann man übrigens im Video sehr gut erkennen, daran sieht man, dass es der echte ist. Ja. Aber funktioniert alles noch. Ja, Uko ist auch wieder mit den ganzen Zundern und mit den Kerzenlaternen vertreten. Neu bei Uko ist dieses Jahr ein Besteckset. Auch ganz cool, quasi 3-in-1, Gabel, Löffel und hier ist auch noch so ein Messer integriert. Dann haben sie noch den Titan, also einen richtig dicken, großen Feuerstahl, der auch ordentlich Funken zieht. Ja, und von Uko gibt es auch dieses Jahr neu so kleine Messkits, Lunchsets, sind jetzt hier aus Kunststoff, fürs Camping oder fürs Picknick, durchaus geeignet, das ist eine Tagestour, kann man direkt schon die Brote mit reinmachen. Am Stand von Monkeys gibt es den neuen, leichtesten Trekkingstock der Welt. Hier ist er aufgebaut und der Nico baut ihn jetzt mal für uns auf. 90 Gramm wiegt das Teil, gibt es in 7 verschiedenen Größen. Funktioniert über so eine Rebschnur in der Mitte, die dann hier oben eingehängt wird. Und dann ist das Ding schon fertig und gerade schon getestet. Das fällt einiges aus, besteht natürlich aus Carbon. Anders ist natürlich das Gewicht nicht zu erreichen. Ja, von Monkeys. Im Paar 179 Euro, natürlich kein Schnäppchen, aber wenn man halt auf jedes Gramm achten will, dann führt halt kein Weg dran vorbei. Am Stand von Hulterforce gibt es dieses Jahr einen Prototypen zu sehen. Und zwar haben wir hier eine Axt aus Damaststil, tatsächlich. Aktuellen Prototyp, Preis würde, so wie es jetzt hier sein wird, bei über 2000 Euro liegen. Sie gucken gerade, ob es entsprechende Interessenten gibt und ob sowas gemacht wird. Ja, richtig feines Teil, aber außerhalb jeglicher meiner Preisklasse. Aber cool. Ja, am Stand von Katadyn haben wir hier eine neue Clean Canteen Isolierkanne. Die gibt es in 3 Größen, 0,5, 0,75 und 1 Liter. Ja? Und das Besondere an der ist, die verzichtet fast komplett auf Kunststoff. Das Einzige, was noch übrig bleibt, sind diese 2 Silikonringe, die man auch nochmal als Ersatzteil nachkriegt. Die Rifflung hier ist quasi das Gewinde. So kann ich das Teil hier draufsetzen und ausgießen. Komplett auf Kunststoff verzichtet. Echt eine coole Lösung. Gibt es in dem Edelstahl oder in einem, einem Matt-Schwarz, das zeige ich euch gleich nochmal. Gerade gesehen habt ihr das Eltris und das Kanspol in dem neuen Farbton Burnt Orange. Und hier haben wir das Companion Spark. Ist quasi ein Light My Fire Knife
mit einem Feuerstahl drin, aber mit einer anderen Klinge, eben der Companion-Klinge. Ja, in dem Gelb hier, eher so eine Zen-Farbe, auch ganz schick, das wird es ab Juni im Handel geben. Aktuell, wie ihr seht, hier noch ein Prototyp. Ja, und meine Gebete wurden endlich erhört. Mora bietet endlich für die Schnitzmesser einen Lederschutz an. Also der Schutz ist tatsächlich bei den neuen Schnitzmessern direkt mit dabei. Richtig festes Leder, da kann nichts mehr passieren. Richtig gut. Ja, bei der Ontario Knife Company sind wir hier und ja, die haben das Old Hickory in einer neuen Variante rausgebracht. Das ist eigentlich ein Küchenmesser, habe ich auch schon lange im Einsatz, eignet sich super zum Barbecue. Und das ist jetzt das Hunting Knife, kommt dann hier mit einer einfachen, aber ja, funktionellen Lederscheide. Ein Carbonstahl, Walnussholz dürfte das sein, oder nein, Hickory Holz. Und ja, liegt um $30. Preis in Euro bleibt abzuwarten, aber ein echt schönes Messer und rattenscharf. Also für Outdoor-Kochaktivitäten richtig cool. Ja, hier sind wir am Stand von Benchmade und da ist das ganz neue Benchmade 200 Poco in einem CPM 3V Stahl. Ein richtig cooler Stahl, der ordentlich was aushält, sehr, sehr lange die Schärfe hält. Pulvermetallurgischer Stahl. Das haben wir hier so ein Soft Grip. Der Tank geht bis hin durch. Also ähnlich vom Aufbau wie das Mora Garberg. Richtig griffig. Ja, das Ganze kommt mit einer Lederscheide. Der Feuerstahl ist separat erhältlich. Hier arbeitet Benchmade mit Exotec zusammen. Aber eine schöne Lederscheide, auch hier mit so einem Dengelsystem. Mag ich sehr gerne. Tolles Messer. Liegt so im Bereich $150, was es in Euro kosten wird, bleibt dann abzuwarten. Hier haben wir das Bugout, das normale, und das hier das Bugout in einer ganz speziellen Version, die es nur dieses Jahr gibt, mit einem Damask Steel, einem Ghost Carbon Fiber und hier noch so ein Inlay. Das Besondere daran ist, dass sogar das Carbon Fiber und auch dieses Inlay im Dunkeln nachleuchtet. Mal richtig, richtig cool. Tolles Messer. Ja, jetzt sind wir in der Messerhalle angelangt und ich bin hier am Stand von Tuya Knives, vertreten durch Writing, Turning, Flipping. Und da haben wir auch ein paar interessante neue Messermodelle. Also hier haben wir das Hive, Titangriff. Polierte Klinge und Carbon Fiber Inlays. Schönes Design und flippt wie Hölle. Dann haben wir hier das Talisman, das gibt es auch schon ein bisschen länger. Ich mag eher so ein Einsteigermodell, würde ich sagen. Wo liegt das preislich? 75 Euro, ja. Richtig massiv ausgeführt, ein richtiges Arbeitstier. Und dann haben wir hier das Cebu. Haben wir hier mit dem polierten Mikata-Griff. Ja, Titan-Hardware, Titan-Pocket-Clip, Schrauben und Backspacer. Und das Ganze nochmal mit dem Mikata, ja, ein bisschen grobere Optik, aber ansonsten gleich. Und das Ding liegt richtig satt in der Hand. Damit kann man hier stundenlang Kartons schneiden. Preislich auch sehr interessant, 115 Euro. Da läuft man über die Messe nicht ahnend und wen trifft man? Den Dennis Hauser von Fuwa Forest Films. Ich wohne schon hier. Wir haben uns das letzte Mal tatsächlich erst vor 2 Jahren gesehen, ne? Auch hier auf der Messe. 17 war ich auf der Messe, 18 war 18 war es nicht. Schon und davor so bei dir. Und davor bei mir, genau. Da waren wir. Die Zeit fliegt. Der Dutch Oven, da haben wir den Zimtschnecken gegessen, ne? Genau. Ja, das muss wiederholt werden. Müssen wir machen. Ja, wir ziehen jetzt mal weiter. Und Dennis hat auch noch ein paar Stände auf dem Plan. Aber nicht mehr viel. Weiter geht's. Ciao. Ich bin gerade bei Nextorch am Stand. Das Flimmern müsst ihr bitte entschuldigen, das sind die LED-Lampen hier. Da kommt die Kamera nicht ganz mit klar. Ja, und
Nextorch ist dieses Jahr am Markt mit einem neuen Werkzeug, ein Multitool, das Nextool. Hier mal so ein kleines Bildchen, was es alles kann. Ja, und hier haben wir das gute Stück. Ein richtig cooles Werkzeug. Für einen Preis kommt es auf den Markt, 69 Euro. Ich habe hier eine Schere dran. Aber auch eine ganz normale Multifunktionszange mit auswechselbaren ja, Schneiden, was richtig cool ist. Ja, dann sind noch drin eine große Klinge. Da ist Nextool jetzt dabei, die ist jetzt aktuell feststellbar, dass die quasi ohne eine Arretierung kommt, das heißt auch 42A konform. Eine Säge haben wir hier dabei, auch die arretiert. Ja, und hier hinten dran sind dann noch diverse kleine Tools. Einmal einen ja, Schraubendreher, Kapselheber, einen Dosenöffner und ja hier nochmal so ein ja, Karton oder Seilschneider oder Gurtschneider und hier noch einen Kreuzschlitz. Richtig gut, schöner Pocketclip dran für einen super Preis. Kleine Tasche kommt auch mit. So verkratzt es nichts in der Tasche. Wunderbar, coole Sache. Ja, ich habe es jetzt endlich mal zum Stand von Nightcore geschafft. Hier haben wir eine schöne kleine neue ja, EDC-Lampe, die TOP TUP. Ja, Pocket Clip, integrierter Akku, per USB ladbar natürlich. Ja, und das Besondere dran, wir haben hier ein Display drauf. Jetzt aktuell sind wir im 200 Lumen-Modus. Laufzeit ist hier jetzt noch 1 Minute 46 und ja, aktuell im Demo-Modus. Das heißt, ja, nach einer bestimmten Zeit schaltet sie aus. Dann haben wir aber hier noch ein Lumen, um das Schlüsselloch zu suchen. Hier haben wir noch 40 Minuten Laufzeit, 15 Lumen, 65 und 200. Und jetzt kommt der Turbo. Lang draufdrücken und ich bin bei 1000 Lumen. Ja, das hält natürlich nicht so lange. Jetzt haben wir nur eine Laufzeit von 14 Sekunden. Und ja, bald ist es dann aus. Schauen wir uns gleich mal noch das Leuchtbild an. Ja, wie ihr seht, eine schöne gleichmäßige Ausleuchtung, eine schöne Fläche ausgeleuchtet, kein Punkt. Auch wenn man es hier weiter wegstrahlt, eine schöne Fläche ausgeleuchtet. Schöne kleine Pocketlampe. Vermute mal, die wird wahrscheinlich auch mal dann in der Kupfervariante rauskommen. So, hier haben wir noch ein weiteres Modell, ein schönes Camping-Gadget, die LA50 Multi-Use. Ihr seht, hier sind zwei Akkus drin. Die kann ich quasi hier drin laden. Ich kann das Ganze aber auch als Powerbank nutzen. Und ich habe aber auch wenn ich es dann angeschaltet bekomme, ja, hier geht es an. Ja, eine ganz normale Lampenfunktion. Kann es hier am Zelt oben anhängen und verschiedene Leuchtstärken einschalten. Und habe so ein schönes, weiches Licht in alle Richtungen. Hier ist noch ein Magnet verbaut, das heißt, ich kann es auch mal im Auto oben an der Motorhaube festmachen, wenn ich da Öl kontrollieren will. Ja, die LEDs, die hier drin verbaut sind, das sind auch keine, ja, keine Hochleistungs-LEDs, so wie aber es sind trotzdem recht hell. Aber da es nur so kleine sind, hält das natürlich mit den Akkus, die hier verbaut sind, Ewigkeiten. Ne? Ich hoffe, die Eindrücke vom ersten Messetag der IWA 2019 haben euch soweit gefallen. Bald schon geht es weiter mit Teil 2, vielleicht kommt sogar noch ein Teil 3. Und ja, im zweiten Teil wird auf jeden Fall ein kleines Giveaway versteckt sein. Also reinschauen, mitmachen und vielleicht gewinnen. Ciao.